Podcast. Hallo, willkommen hier zur 501. Folge vom KinoCast. Die magische 500 ist überschritten und vielen Dank für alle Glückwünsche, die so eingegangen sind. Mit mir dabei ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und wir starten dann gleich mal rein in die Filmbesprechungen der Woche. Wir waren in der Sneak Preview, haben einen Golden Globe prämierten Film geschaut und der wahrscheinlich auch Ambitionen bei den Oscars haben wird. Aber dazu kommen wir später. Dann hatte Kate was Neues auf Netflix geguckt und ja, ich habe auch noch ein bisschen was nachgeholt. Wir haben noch ein kleines neues Gewinnspiel und für alle die auf ihre Preise warten vom Adventskalender-Gewinnspiel. Ich habe jetzt alles eingepackt, das wird morgen weggehen. Ja, ich habe noch auf ein paar Sachen warten müssen, deswegen die wollte ich gerne noch bei euch noch mit reinpacken von Sponsoren und das geht dann morgen auf den Weg. Wir beginnen mal mit unserer Sneak Preview vom vergangenen Montag. Das war der Film The Shape of Water von Guillermo del Toro mit Sally Hawkins und Michael Shannon in den Hauptrollen. Und wie heißt sie? Olivia Spencer war noch mit dabei, die man ja kennt aus dem letztjährigen Oscar-Kandidaten Hidden Figures. Die hatten wir auch in der Sneak gehabt, den Film. Fand ich ziemlich gut damals. Ich glaube, das eine Set hier war auch sehr ähnlich vom letzten Jahr, dem Film. Worum geht's bei Shape of Water, oder deutscher Titel ist übrigens Das Flüstern des Wassers. Haben sie ja wortwörtlich übersetzt. Da gibt es einen deutschen Titel. Ja, so ein Zusatztitel. The Shape of Water, Bindestrich, Das Flüstern des Wassers. Ist ja beschrieben hier als Fantasy-Film, Drama. Das Ganze spielt so nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwo so in 60er Jahren. Man beginnt so, oder dieser Weltraumwettlauf beginnt so langsam zwischen Ost und West. Es gibt natürlich da auch der Kalte Krieg spielt natürlich auch eine Rolle. Keiner will dem anderen irgendwelche Vorteile überlassen. Die Geheimdienste laufen auf Hochtouren, um neues Wissen zu generieren. Und uns wird hier eine junge Dame vorgestellt, gespielt von Sally Hawkins. Sie heißt im Film Eliza oder Eliza. Die lebt in einer, ja, eine Wohnung, die relativ spartanisch eingerichtet ist und das alles halt so in diesem, ja, 60er-Jahre-Stil, so von den Fliesen her und alles, haben sie schon ein gutes Set-Design. Ihr Nachbar, das ist so ein Rentner, würde ich mal sagen, gespielt von Richard Jenkins, und der ist, glaube ich, so Werbetafelmaler, wenn man das so nennen möchte, also ein früher Marketing-Grafiker, Marketing-Designer sozusagen, würde man heute dazu sagen, der entwirft so diese Reklameschilder, die es damals sehr häufig gab. Da gab es ja jetzt noch nicht so viel mit irgendwie großflächige Plakatwände, da wurde halt irgendwie das noch gemalt, da wurden ja auch teilweise Kinoplakate noch gezeichnet und gemalt. Ja, und sowas macht der. Und das ist relativ brotlose Kunst, weshalb sie ihn immer noch ein bisschen mit versorgt. Sie bringt ihm dann immer den Rest von ihrem Frühstück rüber, bevor sie auf Arbeit geht. Und auf Arbeit geht sie in eine, ja, Military, so eine Facility, also eine militärische Anlage, würde ich es mal nennen, und macht dort sauber, zusammen mit Octavia Spencer. Die sind so die Putzfrauen, um es mal so zu sagen. Und eines Tages, oder sie weiß eigentlich selber gar nicht so recht, was dort gemacht wird. Also ihnen sagt man natürlich auch nichts, alles Hochgeheimhaltung. Und eines Tages sieht sie aber mal, wie irgendwas reingefahren wird in so einen Raum. Und weil sie gerade in diesem Raum sauber macht, guckt sie mal durch dieses Guckloch da rein und da ist irgendwas drin, irgendein Wasserwesen. Man sieht da erstmal nur so eine Hand und sie erschrickt und weicht zurück. Und später dann, als sie nochmal wieder in diesen Raum reinkommt, sieht sie dann, sie haben dort so eine Anlage aufgebaut. Das ist so ein Glaszylinder, in dem steht ja fast bis oben hin das Wasser. Und das ist über so Röhren verbunden mit
mit dem Rest der Anlage und dann gibt es auch noch so eine Art Freibecken, muss man so sagen, wo sie dann auch sich dann mal ransetzen kann, aber das Wesen, was dort drin gehalten wird, das ist noch mit so einer Kette gefesselt, also kann nicht raus aus diesem Gefäß, aber sie kann sich da unter Wasser halt bewegen und sie nimmt halt nach und nach Kontakt mit diesem Wesen auf und weil sie, ach so, sie ist stumm, sie spricht nicht, genau, und kann sich deswegen nur durch Zeichensprache verständigen. Octavia Spencer, die kann die Zeichensprache auch verstehen und die beiden passen halt ganz gut zusammen, wie Yin und Yang, weil Octavia Spencer, die quasselt einfach die ganze Zeit ohne Unterlass und dadurch, dass ihre Freundin Sally Hawkins da eigentlich nichts sagt, passt das eigentlich ideal zusammen, die zwei. Und die Sally Hawkins kann sich halt mit diesem Wesen irgendwie verständigen, weil sie macht ihm halt so Zeichen, weil das Wesen kann natürlich auch nicht unsere Sprache sprechen. Und sie macht ihm halt so Zeichen, was bestimmte Sachen heißen. Und das lernt auch sehr schnell. Sie schenkt ihm dann mal so ein Ei. Und ja, sie muss das aber sehr vorsichtig machen, dass es keiner von den Leuten dort sieht, dass sie mit diesem Wesen da interagiert. Denn das dient jetzt nicht zum Spaß, sondern das Tier oder dieses Wesen wurde gefangen von Dings hier, na, Michael Shannon, irgendwo im Amazonasgebiet, weil man von diesem Wesen, das hat eben eine bestimmte Physiognomie und da will man halt irgendwie lernen, ob man das irgendwie entwickeln kann, dass Menschen im Weltraum besser überleben können, was eben dann helfen würde. Ja, bei dem Weltraumrennen, ja, zum Beispiel auf anderen Planeten oder sowas. Und da will man dann eventuell auch dieses Wesen vielleicht mal sezieren oder man will von dem was lernen. Da gibt es so Wissenschaftler und ich glaube, viel mehr können wir jetzt an dem Punkt nicht spoilerfrei sagen. Wir müssen aber schon noch ein bisschen weitergehen, um mal auch zu sagen, warum uns der Film so gefallen hat, wie er uns gefallen hat. Deswegen würde ich hier mal eine kleine Spoilerwarnung setzen. Achtung, Spoilerwarnung. Bitte ausschalten, wenn ihr den Film noch sehen möchtet. Ja, denn es kommt dann dazu, dass dann eine heillose Jagd dann entbrennt und die schmieden dann einen Ausbruchsplan für dieses Wesen und sie hat dann dieses Wesen bei sich zu Hause in der Badewanne. Und dadurch, dass sie ja die ganze Zeit schon irgendwie diesem Wesen in gewisser Weise zugetan war, ergeben sich dann auch Sexszenen, sag ich jetzt mal, zwischen ihr und diesem amphibischen Wesen. Wenn man es mal so vorsichtig umschreiben kann, jugendfrei. Die verknallt sich halt einfach in den. Ja, der kann halt nicht reden und keine Ahnung. Sie findet den irgendwie, vielleicht cool oder was, keine Ahnung. Ja, sie sagt es ja, sie sind irgendwie gleich. Sie kann nicht reden, er kann sich nicht verständigen und auf ihre Art und Weise sind sie deswegen anders geartet. Und aber, findet sie so interessant an ihm. Da kommen dann halt so Szenen, also da sind einfach so viele Facepalm-Szenen dann gewesen. Ich fand den Film am Anfang ja sehr, 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 sehr schön gemacht. War so ein bisschen verträumt, wie Amelie. Gerade die Frau, die nicht sprechen kann, die sich so durch diese 60er-Jahre-Welt bewegt. Und die Octavia Spencer, die das eigentlich auch ganz gut macht. Und sie sind halt da an diesem Ding. Aber dann macht der Film einfach so ein paar Sachen falsch. Also auch, dass man sie ständig sieht, wie sie da im Wasser masturbiert und so. Irgendwann ist es auch mal gut. Also das hat dem Film doch überhaupt nicht geholfen, oder? Oder sollte das irgendwie zeigen, so hey, ja, im Wasser fühlt sie sich wohl und da kann sie sich gehen lassen oder was? Ich verstehe es nicht. Also der Film, das ist so ein seltsamer Mix. Also ich kenne ja die Guillermo del Toro Filme, aber die sind ja immer schon etwas nicht gerade mainstreamig, um mal vorsichtig zu sagen, ich muss sagen, der Film hatte mich am Anfang. Ich fand den am Anfang echt gut. Ich fand den interessant mit diesem Wesen und dann auch diese Art, dass sie versucht, so zu dem Kontakt aufzunehmen. Das fand ich alles in Ordnung. Bis zu dem Punkt,
dass sie ihn zu sich nach Hause nimmt. Und dort dann diese Liebe erblüht. Und also, das ist so unsinnig. Ich meine, die wohnt über einem Kino. Das Gebäude ist quasi komplett aus Holz. Und sie schafft es, ihr komplettes Badezimmer unter Wasser zu setzen. Und zwar bis zur Decke hoch. Sie will Und halt alles, da. was passiert ist, dass es ein bisschen tropft im Kino. Ah, sie will halt da wie Ja, ein sorry. Aquarium draus machen, aus dem ganzen Zimmer, damit die sich halt frei bewegen können, damit sie nicht nur in der Badewanne rummachen können, ne, sondern eben in dem ganzen Raum. Also das war einfach so viel hanebüchenes Zeug, was dann da irgendwie. Ja, und auch als es dann quasi ihre Freundin ja mitbekommt, die das einfach so hinnimmt. Weißt du? Die so, ah ja, ah, oh, wie, hä, wie, hä? Aber nicht so, oh mein Gott, Mädchen, bist du bescheuert, sondern einfach, ja gut, dann ist er halt jetzt glücklich mit diesem Amphibienviech. Entschuldigung. Total unsinnig, meiner Meinung nach. Also das, der Der ist fing irgendwann abgebogen und war dann nur noch Hanebüchen. Ich fand ihn. so gut an, der Film. Ja. Auch schauspielerisch war das mehr als okay. Also es war wirklich, wirklich gut. Die einzelnen Schauspieler, also Sally Hawkins, Michael Shannon, der hat wieder Ja. großartig gespielt, wie bei Nocturnal Animals, wo er auch schon so großartig war. Richard Jenkins, der Nachbar. Das war einfach alles gut, aber es waren auch so ein paar unnötige Szenen drin. Ja, was sollte zum Beispiel die Szene, dass Richard Jenkins da seine Zeichnungen nicht anbringen kann in der ehemaligen Firma? Ja, was sollte das? Also das, okay, Ja. dass er erkennt, dass sie jetzt seine einzige Freundin ist oder was? Also das hätte man, weiß Gott, anders sagen, machen können. Also Ja. das war irgendwie ein bisschen, ja, also Ich fand es auch seltsam, dass dann der, den du so feierst, der so gut war mit seinen Fingern, also der fand ja die ganz hübsch und süß und fand es ganz cool, dass die nicht redet. Und dann hat er das irgendwie mit nach Hause transportiert und wollte dann, dass seine Frau ruhig ist. Und es war alles so, ich glaube, boah, das das war war so umgekehrt. unnötig. Dem hat es eh gefallen, oder wenn die Frau nichts gesagt hat. Deswegen hat er seiner Frau ja auch im Bett immer den Mund zugehalten. Nee, das hat er doch erst gemacht, nachdem er Ach die so, so okay. hübsch fand. Ah. Das hat er doch dann gemacht und dann haben die ekligen Finger ihr ins Gesicht geblutet. Das war so unnötig. Ach, nee, das war echt. Nee. Nee, also. Nee. Nee. Also ich weiß und ich glaube, wir stehen mit unserer Meinung ziemlich alleine da. Also es gibt zwar ein paar kritische Stimmen, aber wenn ich so mal so quer durchlese, was so die anderen, die schwanken ja alle zwischen großartig und visuell überwältigend und boah, also der Haben wir Film. wieder was durch die Synchro nicht verstanden oder so? Nee, ich glaube nicht. Also ich fand ja den, also rein technisch gesehen, ist der Film eigentlich gut. Also Ja. der ist top gedreht. Also ich habe ja ein bisschen drauf geachtet, ob die Punkte, für die er die Preise bekommen hat, oder hab besonders Augenmerk auf die Sachen gelegt, wo der Film Preise bekommen hat. Das ist so Musik und Dreh, da hat ja Guillermo del Toro und so weiter. Das ist auch alles gut und preiswürdig auf jeden Fall. Aber der ganze Film taugt halt nichts. Also mit dieser Story, die dann wirklich so ganz seltsame Auswüchse annimmt. Es ist jetzt kein Film, den man sich irgendwie mal gerne anguckt oder so. Das ist, ja, da ist so, weiß nicht, so Twilight-mäßig drin. Weißt du, so eine Frau verliebt sich in einen Vampir und ach, das ist alles ganz furchtbar am Anfang und sie müssen irgendwie zusammenkommen. Ah, ja, und dann noch, ja, so die Schöne und das Biest so mit drin und, aber, nee, das Nee. war alles irgendwie nix. Aber dass der Film hier so mit so viel Preisen. Da verstehe ich auch nicht. Aber hier hat nur einer bei Movie Pilot ein bisschen kritische Stimme. Der hat zwar auch nicht so wenig Punkte gegeben wie ich, aber der schreibt ja, also die Ausstattung und der Dreh ist alles aller Ehren wert und das Schauspiel rettet den Film noch halbwegs. Doch das erwartete und gewünschte Highlight des Kinojahres 2018 geht böse baden und hinterlässt schockstarre Kinozuschauer. Samt und trotz Goldener Löwen und Globes. Die Vorschusslorbeeren unter dem großen Namen Del Toro eine herbe Enttäuschung mit einem unnötig sexuell aufgeladenen Storyverlauf zum Schuppenraufen, Märchen hin oder her. Kann man eigentlich ganz gut so stehen lassen. Also deswegen, warte mal, ich werde mal den Spoiler-Talk jetzt beenden hier. Für alle anderen, die jetzt wieder zurück sind, wir haben jetzt quasi in Gänze mal ein bisschen ausgebreitet, warum uns der Film nicht gefallen hat,
wofür wir leider jetzt ein bisschen spoilern mussten. Letzten Endes, wenn ich das mal zusammenfassen darf, uns hat beiden der Anfang des Films sehr gut gefallen, wie die Story nach und nach aufgebaut wird. Aber ab einem bestimmten Punkt macht die Story einfach Wendungen, die so nicht nachvollziehbar waren, die einfach irgendwie abartig waren und total sinnlos, teilweise Facepalm ohne Ende. Da hat irgendwie nichts mehr funktioniert. Die Figuren haben nicht so agiert, wie man es eigentlich dachte, dass sie agieren sollten. Und rein technisch gesehen ist der Film gut, Dreh, Schauspiel top, aber die Story, nee. Oder? Hast du noch was zu ergänzen? Nee, spoilerfrei? Also, nee. Nee, also muss ich nicht nochmal sehen und ich würde es nicht verstehen, wenn der noch mehr wenn er einen Oscar gewinnt, ich würde es nicht verstehen. Den Golden Globe meinetwegen, aber wenn der einen Oscar gewinnt, dann vielleicht für die Musik. Ja, genau. Schauspiel oder Musik, ja. Also ich würde sogar Michael Shannon vielleicht sogar da mit in der nominierten Liste sehen. Ja, und Sally Hawkins, wie sie da die Stimme spielt. Und was ich auch sehr, sehr gut fand, also wie man das auch spielen kann, wenn man selbst nicht stumm ist, ja. Da gibt es so eine Szene, da regt sie sich unheimlich auf und redet laut, aber mit ihren Zeichen, ne? Also mit ihren, wie nennt sich das? Ja, mit ihrer Zeichensprache. Mit ihrer Zeichensprache, genau. Mhm. Und das fand ich schon sehr stark, wie sie sich da so aufregt, wie man richtig gemerkt hat, sie schreit jetzt gerade, aber benutzt halt nur Zeichensprache. Ne? Das fand ich schon sehr gut. Aber der ganze Film hat für mich nicht funktioniert. Ja. Nee, vielleicht, ich habe es auch in meiner eigenen Kritik bei Movie Pilot geschrieben, vielleicht liegt's oder lag es auch ein bisschen am... Nee, kann eigentlich nicht sein. Verwerfe ich gleich wieder. Ich dachte, es liegt vielleicht ein bisschen am Sneak-Publikum oder so, weil da gab es halt dann wirklich Gelächter an Stellen, die eigentlich nicht so zum Lachen waren und so. Aber nee, der Film hat einfach so die Wendung gehabt. Ich glaube, wenn ich den alleine geguckt hätte, hätte ich das genauso empfunden. Du weißt ja, ich bin ja, als der Film anfing, habe ich mich total gefreut. Da dachte ich, oh cool, ja, den wollte ich sehen. Gefreut. Den wollte ich sehen. Oh ja, hier und ja, noch einen von der Oscar-Liste abhaken und so. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ja schon angefangen, Filme zu schauen, auch von Globes und so. Das sind einfach Filme gewesen, die mich teilweise total umgehauen haben, die ich so gut fand. Und da ist eigentlich keiner dabei, wo ich sage, boah, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Und das war jetzt wirklich eine unangenehme Überraschung, dass dieser Film mir überhaupt nicht gefallen hat. Obwohl er ja preisgekrönt ist und wahrscheinlich auf einem guten Weg ist, da noch mehr zu bekommen. Tja. Es ist, wie es ist. Wie sieht es denn morgen aus? Was kommt denn da, das Leak? Wie sieht denn der Tipp aus und so? Also der Tipp heißt, die Gang mit Macke. Die Gang mit, die Olsen-Bande. Ja, und es gibt auch einen Tipper, quasi. Der ist sich ziemlich sicher, was kommt. Und zwar glaubt, dass der Manuel aus unserer Facebook-Gruppe glaubt, dass Criminal Squad kommt. Könnte ja passen, ne? War tatsächlich auch mein erster Gedanke, dass das passen könnte. Der Thomas hat dann aber auch noch getippt, und zwar Beach Rats, ja, Black Panther, glaube ich nicht, und Game Night. Game Night. Hm. Also Black Vielleicht Panther, nicht. Ja, da hat man ja den Trailer irgendwie, ich glaube bei Star Wars oder so hat man. Marvel. Aber ich glaube nicht, dass nicht so ein Blockbuster in der Sneak kommt, glaube ich nicht. Das glaube ich. Also ich glaube auch Criminal Squad. Criminal Squad. Es ist ja morgen OV, ne? Ja, genau, morgen ist OV. Originalversion in Englisch, hoffentlich. Ich gucke gerade mal, wer da mitspielt und worum es da geht. Ein Heist-Movie vom Autor von London Has Fallen mit Gerard Butler. Als korrupten Cop, der eine Bande von Bankräubern aufspüren und unschädlich machen will. Oh, 50 Cent ist mit dabei. Hey, auch nicht schlecht. Verspricht das ganze Paket. Knallharte Action gepaart mit einem cleveren Heist und einem korrupten Coup. Wie war der Tipp? Der Hinweis? Die Gang mit Macke. Die Gang mit Macke? Verantwortlich für das Drehbuch. Ja, vielleicht die Macke ist dann in dem Fall der korrupte Polizist, der das aufdecken will. Ach, jetzt weiß ich's. Es kommt Criminal Squad. Oder? Ja. Warte mal. Hast du gelesen? Nee,
warte mal, das könnte doch passen. Ich guck gerade mal, ob da vielleicht Anthony Mackie mitspielt. Ja, das wäre lustig. Nee, spielt nicht mit. Schade, ich dachte, er spielt da mit. Aber das wäre lustig, wenn das der Tipp darauf beruhen würde. Oder ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht hier. Will natürlich auch die Hörer nicht langweilen, indem ich hier nebenbei google. Mhm. So, naja, dann schauen wir mal, ob da was davon kommt. Das werdet ihr dann in der nächsten Sendung hören. Oder ihr kommt mal vorbei in der Sneak Preview in Stuttgart. Oder es gibt ja auch viele andere Sneaks so in Deutschland. Vielleicht läuft da irgendwas so. Ich gucke gerade immer noch hier. Jordan Bridges, Pablo Schreiber, O'Shea Jack. Nee, schade. Okay, sonst hätte ich einen guten Tipp gehabt. Das wäre cool gewesen, ja. Ja, aber wir haben ja noch mehr Filme geguckt, nämlich im Heimkino. Heimkino. Du hast ja viel, fang du mal mit deinem ersten an. Ich habe auch noch einen, den habe ich noch gar nicht eingetragen in die Liste. Also ich bin also besser vorbereitet wie du, ja? Geh schon. Ich fange an mit The Open House. The Open House ist ein jetzt erst frisch rausgekommener Netflix-Film. Der ist jetzt am Freitag erschienen. Und ich habe ihn mir eigentlich hauptsächlich wegen dem Hauptdarsteller angeguckt, und zwar Dylan Minnette, den wir auch aus 13 Reasons Why kennen und aus so den anderen, aus einigen anderen Filmen noch, aber aus der Serie 13 Reasons Why war so quasi sein Durchbruch. Dylan Minnette spielt in diesem Film einen Teenager namens Jacob, der zusammen mit seiner Mutter in das Ferienhaus seiner Tante geht. Denn leider gibt es einen tragischen Vorfall. Sein Vater stirbt am Anfang des Films, auf dramatische Weise auch. Und um wieder so ein bisschen Boden unter die Füße zu kriegen und auch mal wegzukommen, sagt seine Tante quasi, ihr nehmt doch, fahrt doch in mein Ferienhaus, vermietet so lange euer Haus, dann könnt ihr da ein bisschen Geld ansparen, denn die Mutter ist übrigens arbeitslos, er hat keinen Job. Und ihr könnt dort umsonst wohnen, aber da sie auch gerade versucht, dieses Haus zu verkaufen, müssen die beiden halt, wenn die Makler da sind, also wenn es ein Open House ist, müssen sie quasi raus, die Zeit woanders verbringen und können dann, wenn das Haus wieder geschlossen wird, zurückkommen und können dann einfach so lange da wohnen, bis das irgendwann mal verkauft ist. So. Klingt an sich schon mal eine gute Idee. Man fährt da raus, eine neue Umgebung, man kann so ein bisschen versuchen, das alles zu verarbeiten. Aber vom Gefühl her passieren in diesem Haus Dinge. Und der gute Jacob stellt auch eine sehr spannende Frage in dem Film, und zwar, stellt etwas sehr Spannendes fest, und zwar, dass ein Open House eigentlich ziemlich abstrus ist. Denn wildfremde Menschen laufen durch ein Haus, der Makler schließt am Ende zu und keiner weiß, was haben diese Menschen in dem Haus getan. Und genau das ist das Problem. Denn irgendwas geht da vor. Irgendwas ist nicht in Ordnung in diesem Haus. Und das werden die beiden auch zu spüren bekommen. Wie und in welcher Ausmaß, möchte ich natürlich nicht erzählen. Mein Fazit zu diesem Film, er ist schon gut. Es ist ein Horror-Thriller, würde ich jetzt so sagen, ja. Er ist an sich schon gut. Mir fehlt am Ende aber eine Erklärung. Also irgendwie wird er mir nicht... Der Film hat ein schwieriges Ende, sagen wir es mal so. Ja. Der ist gut gedreht, der ist spannend, zeitweilig mal ein bisschen Fahrt. Könnte also meiner Meinung nach ein bisschen zackiger erklärt werden oder erzählt werden. Und das Ende ist dann für mich eher ein bisschen enttäuschend gewesen. Ansonsten schauspielerisch super. Dylan Minnette macht es hervorragend. Seine Mama wird auch gut dargestellt, wobei ich eigentlich mein Augenmerk eher auf ihn gelegt habe. Alles in allem ein ganz netter Netflix-Film, aber
wundert mich nicht, dass es ein Netflix-Film ist. Also ich würde auch, glaube, auf der Leinwand würde der nicht überzeugen. Worum geht's da? Das ist irgendwie Haunted House oder was? Ja, sowas in der Art. Ah. Man weiß es nicht so genau. Okay. Da passieren halt Dinge in dem Haus, die jetzt aber nicht, also nicht von Geisterhand sind, sondern das sind irgendwie Menschen aus Fleisch und Blut, die da irgendwas anstellen in diesem Haus. Mhm. Also als Beispiel, er ist in seinem Zimmer, seine Mama, und jedes Mal, wenn seine Mama duschen geht, wird im Keller die Zündflamme abgedreht. Das kann sich aber keiner erklären, wie. Und sie denkt irgendwann, dass es ihr Sohn ist, der sie dafür bestrafen will, dass nicht sie gestorben ist, sondern ja, sein Vater, irgendwie sowas. Also da gibt es dann auch mal richtig Mords, den Streit deswegen. Und er hat aber nichts getan. Ja, und er würde das auch nie tun. Und man weiß halt nicht, so ein Open House, wer hat da alles wirklich Schlüssel dafür? Wer ist beim Durchlaufen durch das Haus über einen Ersatzschlüssel gestolpert? Wer kann da rein und raus gehen? Sind die irgendwie alle bekloppt in dem Dorf? Oder das weiß man einfach alles nicht. Also es ist nicht Geisterhand, was da passiert. Das erfährt man. Aber ja, ich kann gar nicht genauer darauf eingehen, weil man will ja vielleicht den Film noch gucken. Ich fand ihn ganz gut, hatte mir mehr erhofft und bin vom Ende enttäuscht. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Okay, ach, ich weiß nicht, das reizt mich gar nicht irgendwie von der Geschichte her jetzt. Ich wollte halt den Schauspieler sehen wieder. Ich habe das eigentlich nur wegen dem Schauspieler angeguckt. Und weil ich eigentlich Horrorfilme mag. Okay. Ja, irgendwie klingt das für mich so nicht Fisch noch Fleisch, irgendwie so. Ja, ich kann es jetzt halt nicht spoilerfrei erklären, ja, warum es nicht weder Fisch noch Fleisch ist. Es ist einfach enttäuschend. Das Ende ist einfach enttäuschend. Na gut, kommen wir zum nächsten Film, den ich geguckt habe. Mhm. Ein Film, den ich wesentlich besser bewertet habe als die anderen auf Moviepilot, nämlich Casino Undercover. Den hatten wir doch in der Sneak. Den hattet ihr in der Sneak, deswegen werde ich mich auch nicht so lange aufhalten, da war ich aber irgendwie nicht. Und ja, genau, also Casino Der war gut, ich muss schon lachen. Genau, also Casino Undercover ist ja jetzt erschienen auf dem Trägermedium eures geringsten Misstrauens. DVD, Blu-ray, irgendwas. Und ich mag ja Will Ferrell, dem seinen Humor. Und ich könnte mich da manchmal schon kaputt lachen, wenn er einfach nur so in die Kamera guckt, ohne irgendwas zu sagen. Und ich könnte mich schon fast kaputt lachen, wenn ich nur das Poster sehe von Casino Undercover, wie er da steht mit so einer Brille. In dem Film geht es darum, dass er zusammen mit Amy Poehler, die ja bei Parks and Recreation eine große Rolle spielt und einfach eine total coole Nudel ist, die sind ein Paar und ihre Tochter, die ich jetzt nicht ganz zuordnen konnte, woher man die kennen könnte. Weiß nicht, hast du da irgendwie? Jo, da muss ich jetzt mal gucken. Ryan Simpkins heißt die Schauspielerin. Mhm. Kam mir irgendwie bekannt vor, ich wusste nicht woher. Jedenfalls, die möchte aufs College gehen und die leben alle in so einer, weiß nicht, so eine Community da. Und da gibt es auch so einen Bürgermeister, der macht dann immer so ein Townhall-Meeting, wo die ganze kleine Community mal vorbeikommt. Da wird halt gesagt, was demnächst so für Projekte angestoßen werden. Und die beiden, also Will Ferrell und Amy Poehler, hatten sich beworben um ein Stipendium für ihre Tochter, was auch irgendwie schon in Sack und Tüten ist, weil sie ja die Beste ist in der Klasse. Und da ist irgendwie das alles schon klar. Also die Beste, die Jahrgangsbeste, die kriegt halt eben dieses Stipendium und kann dann auf das College gehen. Aber diese kleine Community wird durch geschickte rhetorische Tricks dieses Bürgermeisters dazu gebracht, doch eher sich für ein Schwimmbad zu entscheiden und nicht für das Stipendium. Also es wird dann direkt gegeneinander ausgespielt, so nachher immer, ey, ihr wollt doch bestimmt lieber schwimmen gehen, als dass hier nur einer was davon hat, da haben alle was davon. Kommt dann dazu, dass das Stipendium nicht genehmigt wird. Und sie stehen nun da, die beiden, und müssen überlegen, wie sie an Geld kommen, denn das kostet wohl einiges, irgendwie $50,000 oder sowas. Ist halt echt teuer, in den USA zu studieren. Und sie haben halt nicht so viel zurückgelegt. Da gibt es dann ganz lustige Methoden, wie sie versuchen, noch irgendwie irgendwo Geld rauszuleiern durch irgendwas. Das funktioniert alles nicht so gut. Und als dann einer ihrer Nachbarn mal auf sie zukommt und der hat ein Spielproblem gehabt, deswegen hat ihn auch seine Frau verlassen und
sie fahren dann auch nach Vegas mit ihm und da fällt dann irgendwann der Spruch, die Bank gewinnt immer. Und dann kommen sie auf die Idee, doch selber ein Spielcasino aufzumachen und selber quasi diese Bank zu sein und dann ihre Nachbarn einzuladen. Das fällt dann natürlich auch so ein bisschen auf, weil die haben da so einen kleinen Trick, wo sie ihre Autos parken und wie sie dann da zu Fuß hinkommen zu diesem Anwesen, damit das nicht alles so auffällt, dass dann davor alles parkt und so. Und ja, sie rutschen dann nach und nach so ein bisschen in diese Unterwelt ab. Also dadurch, dass sie halt auch schnell viel Geld verdienen, ja, werden sie fast so ein bisschen so wie Unterweltpaten und sie müssen dann immer ein bisschen mehr aufpassen wegen der Polizei und wegen Nachbarn, dass da keiner irgendwas verrät und das endet dann damit, dass sie auch nicht nur irgendwelche Spieltische haben oder Roulette oder was sie da haben, Blackjack und Spielautomaten, sondern bis hin zu irgendwelchen Faustkämpfen, die dann ausgetragen werden, wo drauf gewettet werden kann und ist total, eine total abgedrehte, irre Geschichte, die immer weiter abdreht und es macht einfach total Spaß, die beiden zu sehen. Ich habe das hier im Original angeguckt auf der Blu-ray. Ich weiß nicht, wie die Synchro ist. Ich habe mich sowas von kaputt gelacht bei vielen Szenen und der Humor, der hat mich voll mitgenommen. Also ich habe dem Film 8 Punkte gegeben. Ich bin hier so ziemlich der Einzige hier bei Movie Pilot. Da liegt irgendwie der Community-Schnitt bei 5,3 und die Kritiker sogar bei 3,8. Ja, aber ich habe mich da echt beömmelt bei dem Film. Also wem Will Ferrell gefällt und Amy Poehler und wem so dieser Humor von Seth Rogen gefällt, denn der Macher des Films, der hat auch diesen Bad Neighbors und so gedreht mit Seth Rogen. Also dann wirklich hier mal einen Blick riskieren. Ja, kannst du dich noch erinnern an den Film? Oh ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der in das Sneak ankam. Man könnte ja mal suchen hier. Also ich weiß noch, dass ich ihn sehr cool fand. Und der Chris hat den, glaube ich, auch ziemlich gefeiert. Warte mal. Der war echt gut. Ich habe übrigens mal geguckt, die Tochter ist tatsächlich relativ unbekannt. Mhm. Die hat aber einen kleinen Bruder, der wesentlich bekannter ist als sie. Das ist nämlich der Junge aus Insidious oder auch aus Jurassic World, der kleine Junge. Und aus, was weiß ich noch, großen Produktionen. Da ist der Kleine berühmter wie die Große. Aber okay. Die hat bis jetzt nur so in so Nebensachen mitgemacht, so B-Movies. Also ich weiß nicht, woher du die kanntest. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch so ein Allerweltsgesicht. Ich gucke gerade hier, du hast 8 gegeben, ach, wie ich, gut. Der Chris hat 7 gegeben damals in der Sneak. Und, ja, war schon echt, aber da waren auch 0 Punkte mit dabei, ne? Und 3 Punkte und so. Also es hat nicht allen so gefallen, ne? Sind wahrscheinlich welche nicht ganz so auf den Will Ferrell-Humor abgefahren. Ja, man muss das mögen. Also das ist halt eine Art Humor, die mag einfach nicht jeder. Also ich habe das echt gefeiert. Ich fand den wirklich lustig. Mhm. Und ja, wie gesagt, du hast kaum mich gelesen, dass du den gesehen hast, musste ich schon kichern. Also auf DVD oder wenn der dann demnächst vielleicht mal im Streaming-Portal zu finden ist, dann macht er auf jeden Fall nichts verkehrt, liebe Hörer. Du hast noch was geguckt, jetzt bin ich gespannt. Soll ich der Reihenfolge nach vorgehen? Weil den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Die anderen musste ich schon gucken irgendwie. Okay, also ich habe auch nur den gesehen, ich habe die davor nicht gesehen. Ich musste da fehlt doch die ganze Backstory. Ja, so furchtbar. Ich durfte heute ein bisschen babysitten. Also Christian, die Nichte, hatte gefragt, ob sie vorbeikommen kann, um mit uns, mit dem Hund zu spielen und mit mir Gassi zu gehen, mit dem Hund und so. Und habe ich gesagt, ja klar, komm vorbei. Und wir waren dann auch fleißig mit dem Hund unterwegs und dann waren wir mal zu Hause und haben noch was gegessen und habe ich gesagt, komm, jetzt gucken wir mal noch einen Film. Und dann haben wir geguckt, was Amazon so hergibt. Und dann haben Augen gestrahlt, als wir gesehen haben, dass es den 4. Teil von Bibi und Tina auf Prime, Amazon Prime gibt. Oder ja, ich glaube, der kam sogar auf Amazon Prime, der kam gar nicht auf Sky, ich habe es falsch aufgeschrieben. Und dann habe ich ihr den Wunsch quasi von den Augen abgelesen und gesagt, komm, wir gucken den an. Wie gesagt, ich kenne die Filme davor nicht, aber ich kenne die Hörspiele. Ich kenne Bibi, als es noch Bibi war, und ich kenne Bibi und Bibi und Tina, als es noch Hörspielkassetten gab. Und worum geht es um diesen 4. Teil? Bibi und Tina stolpern quasi über ein Flüchtlingskind, beziehungsweise wie er, was auch immer, behauptet, aus Syrien zu kommen, ist aber nicht so, kommt relativ schnell raus. Sie ist woanders hergeflohen, weil sie soll zwangsverheiratet werden. Sie kommt irgendwie aus dem
aus Albanien, glaube ich. Und sie verkleidet sich als Junge, ist aber ein Mädchen. Und die stolpern quasi über sie und versuchen ihr so ein bisschen zu helfen. Und währenddessen wird beim Alex Falkenstein, seinem Papa, das soll das Schloss umgebaut werden vom, jetzt ist das geilste, Bauunternehmer Trumpf, der verdammt Ähnlichkeit mit Trump hat. Auch von der Optik her haben sie den so ein bisschen hingestylt und der gibt auch solche Parolen von sich wie Yes, we can. Und ja, also ganz, ist halt quasi für die Erwachsenen die Anspielung, dass es lustig sein soll. Ja, also es ist ein kunterbuntes Mischmasch aus Hexerei und vielen verschiedenen zusammenlaufenden Geschichten, die ich nicht alle verstanden habe. Vielleicht muss man dafür die anderen drei Teile gesehen haben. Es wurde sehr viel gesungen, was ich von Bibi und Tina nicht kenne. Es wurde sehr viel gerappt während diesem Gesang, was mich sehr irritiert hat. Das mit dem Gesinge war auch in den Vorhergehenden schon. Es war sehr bunt und es wurde immer mal gesungen. Ja. Weil die wollen natürlich auch Musik damit verkaufen. Ja, jetzt ist es halt so, dass man hier halt auf diesen Flüchtlingszug mit aufspringt, muss man tatsächlich so sagen. Denn es bleibt nicht bei diesem einen Flüchtling, was da auftaucht, sondern da kommen noch welche dazu. Dann kommt noch eine jamaikanische Band dazu. Also ist alles sehr, sehr bunt gemischt. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich weiß auch nicht, warum Alex Falkenstein so ein selten dämlicher Idiot in den Filmen ist, weil in den Hörspielkassetten, da erinnere ich mich gut dran, ist der eigentlich ganz nett und eigentlich auch ganz clever. Ich war etwas verschreckt von diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich geguckt, irgendwann habe ich mal geguckt, wie lange geht denn der noch? Und dann ging der noch eine Dreiviertelstunde und ich so, verdammt, warum habe ich nicht einen anderen Film angeguckt? Er ist nichts für Erwachsene. Es tut mir leid, dass ich verstehe diese Art von Filmen nicht mehr. Das ist... Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Ich wollte gerade sagen, geht sie genauso, oder? Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, man versucht es dann irgendwie, man löst dann im Kopf Kopfrechenaufgaben oder versucht dann die Pi so weit wie möglich nochmal sich zu erinnern, während man den Film guckt. Ja, das ist spannender. Ja, aber für Kinder ist das bestimmt super. Also. Ja, also ja. Sie fand es toll und ich so, ja, und ist das in allen Filmen so, dass die singen, ja, das sind voll tolle Lieder dabei. Und ich so, genau. Okay, finde ich jetzt nicht so, aber Hauptsache ihr gefällt. Ne? Sie hat einen schönen Nachmittag bei mir. Aber ja, meine letzte Filmauswahl war da schon besser. Das letzte Mal hat man Toy Story angeguckt. Der war toll. Ja, Toy Story ist durchaus auch was für Erwachsene. Ja, und sie kannte ihn noch nicht. Das war das Schöne. Das ist gut. Ja. Filmisches Entwicklungsland. Richtig. Das musste ich dann natürlich sofort ändern, als ich gehört habe, Bibi, du hast noch nie Toy Story gesehen. Ja, also Bibi und Tina, nee, nicht meins. Ich bleibe lieber bei den ursprünglichen Hörspielkassetten, die waren schöner. Oder bei YouTube. Was? Ja, YouTube. Das sollte eine Überleitung werden. Das ist eine wunderbare Überleitung. denn jetzt kommt's. Es gibt auf YouTube, und ich finde es wirklich toll, dass es Fans gibt, die das machen, gibt es einen Fanfilm, der heißt Voldemort, Origins of the Hair. Das heißt Herkunft des Erben auf Deutsch quasi. Und es ist ein Prequel, ein fangemachter Prequel zu der Harry Potter-Reihe, in der es um die Entstehung von Lord Voldemort geht. Im Endeffekt wurde die Geschichte, die J.K. Rowling in den Harry Potter-Filmen über Voldemort erzählt, über diese Erinnerungen und so aus den Filmen, wird quasi nochmal zusammengefasst und in den Fokus gesetzt. Das Ganze ist über eine Crowdfunding-Aktion gestartet worden aus Italien, was auch diese furchtbar schlechte Synchronisation erklärt. Die Synchronisation ist nämlich viel zu laut dafür, dass die da gerade Schauspielern. Also es ist einfach, man merkt, dass einfach wenig Budget da war. Ja? Ich glaube, die hatten 15.000 Dollar, Euro, was weiß ich. Hatten die da Produktions- und mussten dafür ja auch Visual Effects machen, durch die Magie, es muss ja was passieren, wenn die mit ihrem Zauberstab wedeln. Alles in allem, ich meine, wer die Harry Potter Filme kennt die Entstehungsgeschichte von
Voldemort, es wurde jetzt nicht unbedingt Neues bekannt gegeben, weil sonst hätten sie die Geschichte verfälscht, die J.K. ihm gegeben hat. Schauspielerisch Erstlingswerk. Fanfilm. Ansonsten gut. Haben die da kein Problem mit den Rechten gekriegt oder so? Nee, tatsächlich war J.K. Rowling wohl daran beteiligt sogar. Ah, okay. Weil Die hat ansonsten wohl da da. irgendwie beim Skript mitgeschrieben oder hier die Geschichtsdetails nochmal erklärt. Und also die war da wohl dran beteiligt. Für Fans der Harry Potter-Filme definitiv muss man anschauen. Finde ich echt cool gemacht. Für Filmfans im Allgemeinen, die werden ziemlich kotzen, weil es ist ein 52-minütiger Film über eine Geschichte, die wir alle schon gehört haben, wo es nichts Neues gibt, die einfach nur bildlich umgesetzt wurde, auf einem Crowdfunding-Niveau. Man kann es nicht anders sagen. Trotz allem, mich als Fan hat es abgeholt. Ich fand es cool. Ich fände es toll, wenn noch mehr davon kommt. Ich würde total gern eine Entstehungsgeschichte der Hogwarts-Gründer haben, weil da ging es jetzt quasi um deren Erben. Aber wie Hogwarts generell entstanden ist, das würde ich gern sehen. Ja, also wer Harry Potter mag und wer es immer sich gerne durch irgendwas in diese Geschichte zurückziehen oder in diese Welt zurückziehen möchte, kann den Film angucken. Er ist frei auf YouTube zugänglich. Er ist englisch synchronisiert, beziehungsweise ich glaube, der ist ja auch teilweise in Englisch aufgenommen, aber manchmal hat die englische Synchro mit den Lippenbewegungen überhaupt nicht gepasst. Also da muss auch mal Italienisch oder Russisch oder was gesprochen wurde und dann hat man es quasi nochmal auf Englisch synchronisiert. Und es ist mit deutschem Untertitel, also man kann auch mitlesen zur Not, weil manchmal sehr akzentvoll gesprochen wird. Ja. Ich werde es mal mit Fanfilm, verlinken. aber trotzdem cool. Werde es mal mit verlinken in den Shownotes. Ich habe es schon gefunden Ja, hier und genau. habe den Link schon mal hier rein in Wie gesagt, unser der ist jetzt erst seit, ich glaube, 13. Januar Dokument. abrufbar und hat schon wie viele Millionen Likes? Keine Über Ahnung. eine Hat schon Million habe ich gerade über gesehen. eine Million Views. Ach so, Also Likes? Nee, Views hat er über eine Million. Views. Ja, gell? Ja. Ja, Ja, macht also verrückt. guten Eindruck. Ja, ist jetzt. Der ist wirklich nicht schlecht gemacht. Also die haben sich wirklich richtig Mühe gegeben. Die haben ihr Budget echt ausgereizt, muss man sagen. Trotz allem hat er natürlich Schwächen, aber ich sage ja, deswegen betone ich, es ist ein Fanfilm. Da sind keine professionellen Schauspieler. Die Visual Effects sehen aus wie auf dem Computer, in einem Computerspiel, in einem mittelmäßigen. Ja. Trotz allem, ich finde es toll, dass es gemacht wurde. Ich liebe diese Welt, diese magische Welt. Egal, ob es jetzt Harry Potter ist oder ob es die magischen Geschöpfe sind, die jetzt Neuauflage oder jetzt neu in die Kinos kommen, oder ob es sowas ist. Das sind wirklich Menschen dahinter, die diese Welt einfach total toll finden und nicht wollen, dass die vergessen wird. Und das passiert leider heutzutage immer öfter, dass wunderbare Buchwelten verloren gehen, weil man einfach nicht mehr. Weil die Geschichten nicht mehr weitergehen, wenn sie zu Ende erzählt sind. Naja, dann Und wird es verfilmt und ja. neu verfilmt und Ja, aber das geht das schon. funktioniert halt nicht immer. Ach, Ne? bei Harry Potter wird es schon funktionieren. Ne? Irgendwann wird jemand kommen, das Abwarten. nochmal Ich werde, also anfassen. wenn, ich wollte gerade sagen, wenn die Harry Potter-Filme neu aufgelegt werden, dann fange ich, glaube ich, an zu kotzen. Aber Ja, erstmal das sehen abwarten. wir dann, wenn es soweit ist. Das wird bestimmt, da sind wir bestimmt schon einiges älter als jetzt, wenn die nochmal neu angefasst werden. Ne? Ja. Naja. Sehr Ja, gut. aber kann man Ich angucken. verlinke mal Also, mit, liebe Hörer, ja. ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Und wir machen mal mit den Charts und mit den Neustarts weiter hier in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. Zuerst schauen wir mal, wie es hier in den Top 10 in Stuttgart aussieht. Da ist auf Platz 10 Insidious, The Last Key. Dann Platz 9, Hilfe, ich habe meinen Eltern geschrumpft. Platz 8, immer noch der schwäbische Film Leiblohn frisch, der Gotterdijk. Platz 7, Hot Dog. Hätte ich eigentlich gedacht, dass der weiter oben landet. Platz 6, Pitch Perfect 3. Platz 5, The Greatest Showman. Platz 4, Dieses bescheuerte Herz. Platz 3, der neue Liam Neeson-Film The Commuter. Platz 2,
verstehe ich immer noch nicht, wieso das Jumanji, Willkommen im Dschungel, wieso das immer noch so lange hier, also nee. Platz 1, Star Wars Episode 8, die letzten Jedi immer noch. Und diese Woche am 25.01.2018 starten folgende Filme hier bei uns. Wahrscheinlich auch bei euch, wenn ihr das hört. Nämlich Wunder, das ist das Drama mit Julia Roberts und Owen Wilson, um einen Jungen, der mit entstelltem Gesicht zur Welt kommt, als er die Schule besucht, muss er lernen, sich so zu akzeptieren, wie er ist. Da lesen zum Beispiel auch die in der Klasse von meiner Tochter, die lesen gerade das Buch in der Schule und die planen auch mit der Schule da in den Film zu gehen. Also wird es, denke ich mal, auch dahingehend ganz interessant, werden bestimmt viele Schulklassen auch reingehen. Und scheint ja auch vielleicht ein bisschen pädagogisch wertvoll zu sein, der Film, wenn da Schulklassen reingehen. Dann startet auch noch Nur Gott kann mich richten, den hattet ihr ja schon in der Sneak Preview gehabt, vom Chico-Regisseur Özgür Yıldırım mit Moritz Bleibtreu über zwei Brüder, die einen fast perfekten Coup und ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei sich liefern. Ja, da gab es ein bisschen, ja, ihr beide fandet den gut, also Chris und du. Mhm. Es gab aber auch ein bisschen Kritik in den Kommentaren, dass der nicht ganz so gut gefunden wurde, also scheint ein bisschen so die Meinung zu spalten. Dann startet noch neu, da wir den bis jetzt noch nicht in der Sneak hatten, werde ich den dann wohl mal gucken müssen, wegen Oscar und so. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, mit eine Komödie mit Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Da geht es um eine Mutter einer ermordeten Tochter, die sich mit der Polizei in ihre Kleinstadt anlegt, weil die noch keinen Verdächtigen gefunden hat. Stellt sie drei große Billboards, so Werbetafeln an der Hauptstraße auf, wo halt ja, die Polizei ein bisschen verleumdet wird oder ein bisschen angestachelt wird, sie sollen noch mal was tun und das zieht dann halt weitere Kreise, muss extrem gut sein. Dann Beach Rats, den hat ja auch jemand getippt, ein preisgekröntes Coming-of-Age-Drama um einen Jugendlichen aus Brooklyn, der eine sexuelle Identität sucht und einen folgenreichen Sommer am Strand verbringt. Letzte Tage in Havanna, eine kubanische Tragikomödie über zwei Freunde, die in Havanna in einem heruntergekommenen Haus zusammenwohnen und versuchen, ihre Träume zu realisieren. Was ist das hier? Ein deutscher Film. A Thought of Ecstasy. Ein lakonischer und skandalträchtiger Erotic-Thriller um einen Mann, der seine vermisste Freundin in einer dystopischen Version der USA im Jahr 2019 sucht. Klingt ja fast wie eine Story von Black Mirror. Mhm. On the Beach at Night Alone. Ein, ich glaube, südkoreanisch, hier steht sogar. Nahaufnahme einer Liebesaffäre. Der südkoreanische Regisseur Hong Sang-soo fragt nach der Bedeutung der Liebe in einer entrückend schönen Tragikomödie. Okay. Eine polnische Liebeskomödie startet tatsächlich auch hier in einem Kino. Podatek od Miłości, eine polnische Liebeskomödie um eine knallharte Steuerprüferin, die sich ausgerechnet in einen eher nachlässigen Mann verliebt. Und ein Bollywood-Film startet hier auch in einem Kino. Padman, ein Bollywood-Biopic über Arunchalamang Moragadam, der eine Maschine erfunden hat, um günstige Binden herzustellen und den Frauen im ländlichen Indien zu helfen. Okay, ja, dann viel Spaß bei einem von diesen Filmen diese Woche. Also bei mir wird es wahrscheinlich Three Billboards werden. Ob ich jetzt gleich in der Startwoche reingehen kann, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob es klappt, weil am Wochenende ist ja auch wieder Fußball. Mal schauen. Aber war schon für jeden was dabei. Ansonsten in den Kinocharts ist ja auch noch einiges vertreten, was ein paar Besucher anzieht. Jo. In dem Bereich Serien. Wie ist die eine Serie, wo ich dir gesagt habe, die ist gut? Weißt du noch? What's? The End of the Fucking World. Ah, genau. The End. Ich vergesse immer den Titel, genau. The End of the Fucking World. Fand ich gut, die Serie. Also wer die mal auf Netflix gucken kann, ist ja selten, dass ich eine Serie mal von Anfang bis Ende durchbinge. Wie so schön heißt hier. Muss ein bisschen mehr der Zeit gehen.
Das ist eine, Channel 4 Serie und Channel 4 im Englischen, die bringen ja einige gute Serien raus. Ich glaube, IT Crowd lief auch auf Channel 4 und so. Die haben schon ein ganz gutes Gespür oder die eine Serie, die mir gerade nicht einfällt, kommt da auch. Vielleicht fällt es mir noch ein. Jedenfalls in der Serie ist so eine düstere, ja, es ist irgendwie eine Comedy-Serie. Es ist lustig, man kann manchmal sich kaputt lachen. Es hat aber auch so düstere Momente. Und es geht um einen Jungen, der irgendwie so sehr introvertiert ist und auch durchaus, sag mal, ein paar psychische Probleme hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da er kommt in Kontakt mit einem Mädchen in seiner Klasse, die ist nun irgendwie das völlige Gegenteil, total extrovertiert und irgendwie kommen die beiden so halbwegs irgendwie zusammen, obwohl die eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen und sie hauen dann auch miteinander ab. Also die, ja, sie wollen dann halt auch wohin, ich will mal nicht zu viel verraten, sie begeben sich dann halt auf so einen kleinen Roadtrip und klauen dann so ein Auto und das hat schon, also ich fand das extrem gut gemacht und gerade auch so dieser englische Akzent, ich habe es im Original geguckt, das ist ja das Schöne bei Netflix, also das macht mir eigentlich am meisten Spaß bei Netflix, dass ich nicht gezwungen bin, irgendwas in irgendeiner Sprache anzugucken oder gerade auch mit Untertiteln. Manchmal, wenn man jetzt irgendwie ganz, ganz schwieriges Serien hat, ich erinnere mich an die eine Black Mirror-Folge, da habe ich dann auch mal die deutschen Untertitel zugeschaltet, weil da ein paar Worte dabei waren, die echt nicht im normalen Sprachgebrauch so drin sind. Aber hier, schönes Englisch, kann man gut verstehen, klingt astrein und dann so ein ganz trockener englischer Humor die ganze Zeit. Das mag ich irgendwie total. Ich bin extrem begeistert. Ich habe diese 8 Folgen irgendwie so gefühlt in einem Rutsch durchgeguckt. Die gehen ja auch jeweils nur so 20 Minuten. Das ist ja wirklich wie IT-Crowd. Also das hat mir ja irgendwie in etwas über eine Stunde irgendwie aufgelutscht, das Ganze. Nee, jetzt mal rechnen. Unser Mathelehrer ist nicht da. 20 Minuten mal 8. Ja, nee, etwa, also schon mehr als eine Stunde, aber ja. Also, es ist echt cool. Total begeistert. Schön gemacht. Ist jetzt nicht so der Riesenkracher. Sind jetzt keine total bekannten Darsteller dabei, die man jetzt schon zigmal gesehen hat, sondern eine relativ kleine Produktion. Viel mit Musik. Also, sehr viel Musik auch drin, die auch total passt in jeder Szene eigentlich. Also, richtige Songs auch. Also, typische englische Songs. Sehr empfehlenswert. The End of the Fucking World. Ruhig mal angucken. Also mich hat der Trailer ein bisschen abgeschreckt. Habe ich nicht geguckt, den Trailer. Ich habe es nur in der Hausaufgabenliste gesehen für den Serienpodcast, bei dem ich mitmache. Und da kommt es aber erst in der nächsten, also in der übernächsten Ausgabe dran. Und irgendwie bin ich darüber gestolpert. Da habe ich gedacht, ach, ich gucke mal rein. Und dann fand ich die erste Folge so geil. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich wissen, wie es weitergeht. Und es geht ja immer nur 20 Minuten. Also da hast du hier irgendwie 3 Folgen geguckt. Da hast du bei einer anderen Serie gerade mal eine Folge geguckt. Und echt gut angucken. The End of the Fucking World. Netflix. Einfach so kostenlos. Mit drin. Mit verfügbar. Ja. Games. Okay, ich spiele immer noch Zelda auf der Switch. Ansonsten, wir haben ja wieder ein Rätsel aufzulösen. Rätselecke. Ach, fällt eigentlich. Ich habe doch noch was zu Games. Ich habe mir jetzt mal dieses, wer das weiß, von Origin gibt es so ein Programm für 3,99 €. Hier kriegt man jede Menge Spiele und sowas. Habe ich mir jetzt mal geholt. Vielleicht hat das ja auch jemand von euch. Kann ja mal sagen, ob das gut ist. Ob man das weiter nutzen sollte. Ja, aber jetzt lösen wir mal dein Rätsel auf. Was hattest du letzte Woche? Ich bin ja nicht drauf gekommen. Ich habe Post bekommen. Oh. Ja. Und zwar vom Thomas. Und er hat meins nicht erraten. Es war zu schwer. Ich hab's. Das war doch immer so einfach. Hatte auch überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Es war Sherlock Holmes Spiel im Schatten. War das hier der Teil von der Serie? Nee. Was, der Film mit Robert Downey Jr.? Ja, mit Robert Downey Jr., ja klar. Okay. Welcher ist denn das? Der erste? Nee, ich glaube der zweite. Okay. Ja, das hat niemand erraten. Ich war ganz. Tja, ich hatte auch keine Idee. Ja, deins hat er, glaube ich, aber erraten. Achso, was hat er da gesagt? Ja, James Bond Moonraker. Das ist richtig. Also die Frage war ja,
Das Flugzeug mit dem Entführten an Bord lässt sich nicht mehr steuern. Der Pilot und die Crew springen mit Fallschirm ab. Pech nur, dass es für den Entführten keinen Fallschirm mehr gibt. Der Entführte bleibt dennoch am Leben. Lösung: Der Entführte springt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug, lässt sich in Richtung des Piloten treiben, nimmt ihm nach kurzem Kampf den Fallschirm ab und zieht ihn selbst an. Ja, angeregt durch den James Bond Film Moonraker, James Bond wird von den Bösewichten, ja, und so weiter. Richtig, richtig geraten. Sehr gut. Gut. Neuest Tipp. Neuer Tipp. Wird bereit? Ja, ja. Also, vielleicht gut. Sag's noch kurz. Also, jetzt kommt ein, Jetzt kommt ein Filmrätsel für die, die zum ersten Mal dabei sind. Jetzt kommt ein kleines Filmrätsel von der Kate. Das betrifft einen Film, der am letzten Wochenende oder letzte Woche im Fernsehen lief, hier im deutschen Fernsehen. Und mal sehen, wer da drauf kommt hier. Ein stinkreicher Industrieller muss zu einem dringenden Termin. Dummerweise holt ihn der falsche Chauffeur ab. Unterwegs stiehlt sich noch ein dritter Mann dazu, der in letzter Sekunde von seiner eigenen Hochzeit geflohen ist. Was war jetzt mit? Lies nochmal vor. Ich glaub, ich ein stinkreicher Industrieller muss zu einem dringenden Termin. Dummerweise holt ihn der falsche Chauffeur ab. Unterwegs stiehlt sich noch ein dritter Mann dazu, der in letzter Sekunde von seiner eigenen Hochzeit geflohen ist. Mhm. Kleiner Tipp, wir hatten den in der Sneak. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist wohl aber schon ein Weilchen hin. Okay. Naja, ich mache diesmal mal keins von meinen Kärtchen hier, weil jetzt wiederholen sich die Filme, weil die haben hier manche Filme mehrfach. Ich mache jetzt mal Filmzitate. Ja, da habe ich ja auch eine ziemliche Datenbank. Und zwar, wer errät, aus welchen Filmen dieses Zitat ist, schreibt das auch an kate@kinocast.net, denn sie macht die Auswertung. Und zwar, der Glaube ist ein Haus mit vielen Zimmern. Auch mit Zweifeln? Oh, unbedingt, auf jedem Stockwerk. Zweifel ist nützlich, durch ihn bleibt der Glaube lebendig. Kommt mir definitiv bekannt vor. Ist nicht allzu alt, der Film. So, ich speichere mir das hier mal ab. Und ja, dann schreibt es und dann sehen wir mal, wer es richtig hat. Wenn wieder nur einer schreibt, ist die Chance ja sehr hoch, dass der eine das vielleicht richtig hat. ansonsten ran an die Tasten und legt los. Zum Thema Gewinnspiel, ich hatte ja gesagt, also die anderen Preise sind jetzt verschickt. Wir haben jetzt auch ein neues Gewinnspiel bekommen. Das werde ich dann irgendwie noch den Beitrag noch fertig zusammen friemeln. Ob ich es heute schaffe oder morgen, weiß ich noch nicht ganz genau. Also morgen auf jeden Fall. Heute bin ich noch nicht ganz so sicher, weil jetzt mache ich ja den Film fertig. Und zwar haben wir von der Filmverleihfirma haben wir zwei DVDs bekommen, nagelneu. Eingepackt alles, tipptopp. Sind es DVDs überhaupt? Steht gar nichts drauf. Obwohl die Blu-rays haben ja meistens oben so einen blauen Rand, also die haben nicht so einen blauen Rand, also nehme ich mal an. Ach so, steht auch im Begleitbrief, zweimal DVD. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zwei DVDs von Killer's Bodyguard. Hast du den eigentlich mittlerweile gesehen? Nein. Boah, ich fand den ja so lustig. Also Killer's Bodyguard gibt es zwei DVDs, also für zwei Personen jeweils eine DVD zu gewinnen. Und ich sage nochmal kurz, worum es in dem Film geht. Der Film ist mit Ryan Reynolds, den wir ja kennen aus Deadpool zum Beispiel. Selma Hayek spielt mit. Gary Oldman spielt mit. Und hier der Dings, hier, na, wo ich gerade nicht auf den Namen steht. Hier vorne ist Samuel L. Jackson, hier steht es da drauf. Ja, und ja, es geht darum, der Ryan Reynolds spielt den weltbesten Bodyguard. Und der soll den berühmt-berüchtigten Auftragskiller Darius Kincaid, gespielt von Samuel L. Jackson, beschützen. Und Kincaid soll im Austausch für die Freilassung seiner Frau Sonja, gespielt von Selma Hayek, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen den weißrussischen Diktator Wladyslaw Durkovic, gespielt von Gary Oldman, aussagen. Doch dazu muss er rechtzeitig und unversehrt dort eintreffen, was Durkovic natürlich mit allen Mitteln verhindern will. Bryce und Kincaid sind Erzfeinde und haben unzählige Male versucht, sich gegenseitig zu töten. Aber von jetzt an müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten, um innerhalb von 24 Stunden zu der Gerichtsverhandlung zu kommen. Der Beginn einer actiongeladenen Bromance steht hier.
Und hier stehen auch noch so ein paar Sachen drauf. Eine irrwitzige und ultraschnelle Action-Komödie für alle Buddies und die, die es noch werden wollen. Ich fand den ja echt lustig, weil die beiden, die haben so eine Chemie, das funktioniert einfach. Und da ist halt so eine Mischung aus Mr. und Mrs. Smith drin. Ich weiß nicht, ob du es kennst, hier mit Brad Pitt und Angelina Jolie, wo die sich gegenseitig versuchen umzubringen. So ist hier am Anfang halt auch, weil die sind halt beide irgendwie Auftragskiller mal gewesen und wollten sich irgendwie gegenseitig umbringen. Und ja, am Anfang, wo die aufeinandertreffen, ist ein übelstes Ding am Laufen und dann müssen sie doch zusammenarbeiten, ist einfach total lustig. Also echt cool gemacht, der Film. Ich darf selber leider nicht mitspielen, aber ihr könnt dann mitspielen und ich mache dann den Beitrag fertig, achtet dann einfach auf kinocast.net, der geht dann entweder heute noch online oder ich denke mal eher morgen. Ja, da lasse ich mir noch eine nahezu unlösbare Frage einfallen, die ich damit dazu packe und dann könnt ihr da teilnehmen. Jo. Im Briefkasten, wir haben ja auch so ein Einspiel für den Briefkasten. Briefkasten. Ja, hat der Daniel schön gesagt. So, wir hatten einen Kommentar, der Martin, der hört jetzt irgendwie gerade ein paar alte Folgen nach. Der hat unter irgendeiner alten Folge hat er was kommentiert, das will ich nicht unerwähnt lassen. Der hat nämlich, da gab es ja mal diesen einen Kommentar von Willems über hier die Witze in der Sendung und so weiter. Mhm. Und er hat noch geschrieben, ich höre gerade nach und ich mag das Trio sehr gerne hören. Gerade die Witze von Chris geben für mich das i-Tüpfelchen. Ich denke, das ist die Sache des Humors, den ich einfach mag. Also vielen Dank, Martin. Und bei der letzten Sendung gab es auch ein paar Kommentare. Da hatten wir Luna und, was haben wir noch? Lunas Revenge, Jigsaw, Heldentod des Billy Lynn, plötzlich Papa. Da hat die Steff kommentiert. Wir hatten ja überlegt, zu welchen sie meinte, dass dieser Tipp passt. Und sie meinte, dass zu On Fire wohl eher Three Billboards gepasst hätte. Und sie hat das auch in der Facebook-Gruppe, glaube ich, kommentiert, weil dieses The Shape of Water passt ja eigentlich nicht direkt zu On Fire. Stimmt. Ja, weil es halt eine Liebesgeschichte ist, wahrscheinlich. Die Liebe ist on fire. Hat irgendwie nicht gepasst. Nee. Der Jürgen gratuliert zur 500. Ausgabe. Er ist zwar nicht seit der ersten Ausgabe dabei. Ja, Jürgen, du kannst die ersten Folgen sogar noch nachhören, glaube ich, wenn du dir das antun willst. Es fällt mir ein, ich muss das Archiv aktualisieren auf 2018. Der Super Goofy gratuliert auch zum 500. Der Podcast hat sich ganz schön entwickelt. Die ersten waren so um die 15 Minuten. Die 1000er Folge wird dann so um die 2 bis 3 Stunden dauern. Ja, super Goofy, das gab es auch schon. Ich denke nur so an die Jahresrückblickfolgen oder so. Die gehen auch immer sehr, sehr lang. Aber das, ja, versuchen es lieber kurz und knackig zu halten. Ich glaube, eine Stunde ist schon mehr als genug. Der Thomas gratuliert auch nochmal zur 500. Sendung. Es ist ihm immer wieder eine Freude, den Podcast anzuhören, das ganze Team mit ihrer Leidenschaft zum Thema Film, Serien zu begleiten und begeistert zu teilen. Seit Kate und Chris dabei sind, in Klammern dank den beiden, beziehungsweise Kate existiert er noch, genau, das kann man ruhig mal sagen, ja. Weil sonst hätte ich nämlich keine Lust mehr gehabt da. Ist der Kinocast lustiger und abwechslungsreicher geworden, macht weiter so. Vielen Dank, Thomas. Dein Paket ist auch auf dem Weg, Thomas. Also ich habe vier Pakete, die muss ich morgen irgendwie abgeben bei der Post und dann geht's los. Ja, das war's aus dem Briefkasten hier und ich werfe mal einen Blick in die Amazon-Einkäufe von denen, die unsere Affiliate-Links genutzt haben in den letzten 7 Tagen seit der letzten Aufnahme. Und war da was? Ja. Was ist das? Netgear GS105E200PES. Oh Gott, muss ich erstmal aufrufen, was das ist. Ach, ein Switch. Dann könnt ihr doch gleich schreiben. Switch. Ein Netgear Switch, ein iPhone Ladekabel, WIP Fun Lightning auf USB. Ja, klar, iPhone Kabel halt. Okay. Und Gillette Fusion Rasierklingen für Männer. 8 Stück Packung. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben, die die Affiliate Links genutzt haben. Und wir müssen noch ein, was muss ich noch erwähnen? Mal ganz kurz gucken hier. Da gab es, glaube ich, eine Mail dazu. Denn wir haben einen Spender, der hat quasi, der Jürgen H.
ich nenne mal jetzt den Nachnamen nicht, aber der Nachname ist der Redaktion bekannt, wie es so immer schön heißt. Der hat quasi die, weil ich ja in der letzten Sendung gesagt habe, mit Serverkosten und so, der hat quasi die Serverkosten fürs nächste halbe Jahr. Hat er einfach mal übernommen, hat quasi eine Spende abgesetzt. Sehr gut. Also die, ja, bis zum Juni ungefähr geht das quasi hier alles dank Jürgen, Jürgen H. Punkt. Vielen Dank, Jürgen H. Punkt. Und ja, wenn ihr uns auch eine Spende zukommen lassen wollt, gibt es auch unter Danke für eure Unterstützung ganz oben auf kinocast.net gibt es so ein Feld. Einfach draufklicken, da findet ihr verschiedenste Möglichkeiten. Also zum einen Auphonic, wo wir ja immer diese Klangverbesserungen machen und die Kapitelmarken und das Cover von den Sendungen da einbasteln in die Datei, damit es dann auf eurem Player, iPhone oder Smartphone, wo ihr es auch immer hört, dann auch richtig gut aussieht, dann mit Cover und so weiter. Ja, da kann man uns Zeit schenken, Bearbeitungszeit. Dann PayPal gibt es, Bitcoin gibt es auch, also wer da was hat, jetzt geht es ja gerade wieder ein bisschen nach unten, wer sagt, ach komm, ich habe hier eine kleine Menge übrig. Ja, oder halt eben die Amazon, wenn ihr eh irgendwelche Blu-Rays kaufen wollt oder vorbestellen wollt, klickt einfach vorher bei uns irgendeinen Amazon-Link, dann kostet euch das auch nicht mehr, aber wir kriegen eine kleine Provision. Vielen Dank an alle, die das nutzen. Und wenn du nichts weiter hast, nee, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Kate. Wir sehen uns dann morgen im Kino, gucken mal, was uns da in der Sneak Preview erwartet. Hoffentlich etwas, was uns besser gefällt als letzte Woche. Und ja, liebe Hörer, wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.